Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister Huber, ehrlich gesagt verstehe ich Ihre Empörung über das OeH-Gutachten gar nicht. Wenn man schon ein Gutachten in Auftrag gibt, dann muss man auch das Ergebnis aushalten können. Und dann hätte ich mir von Ihnen auch genau diese Empörung erwartet, als sich herausgestellt hat, dass Sie als zuständiger Minister von Ihrem Haus falsch informiert worden sind. Da haben Sie keine Empörung gezeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gutachten des Obersten Rechnungshofes liest sich wie eine Watschen für das Umweltministerium. Alles, was wir seit langem kritisiert haben, stellt sich nun als wahr heraus. Und man muss eines sagen, wer ist verantwortlich für diese Missstände? Das ist nicht nur die Ministerin Scharf, die müsste jetzt eigentlich diesen Scherbenhaufen zusammenkehren, aber verantwortlich sind auch ihre Vorgänger, nämlich die Minister Söder und Huber. Und das muss man namentlich so benennen. Der Bayern-Eihardt-Skandal hat klargemacht, dass mit der Lebensmittelkontrolle in Bayern etwas nicht stimmen kann. Es wundert mich schon sehr, dass das nur der Opposition aufgefallen ist und keinem der Verantwortlichen im Ministerium und beim LGL. Hätten Sie gleich auf uns gehört und nicht stur alle unsere Argumente und Anträge abgetan, wäre Ihnen die Schmach des vernichtenden OeH-Urteils erspart geblieben. Ich verweise hier auf unsere Anträge und Minderheitenvoten der letzten Untersuchungsausschüsse. Es gab ja schon mehr. Wir haben als Konsequenz aus dem Gammelfleischskandal schon 2006 eine Neuorganisation der Lebensmittelkontrolle gefordert. Hätten Sie nur damals auf uns gehört. Wie oft haben wir uns hier in diesem Haus anhören müssen, dass bei der Lebensmittelkontrolle alles nach Recht und Gesetz vonstatten ging. Der Opposition wurde Unsachlichkeit und Profilierungssucht vorgeworfen, weil wir genau das kritisiert haben, was auch der Oberste Rechnungshof nun festgestellt hat. Ist der Oberste Rechnungshof jetzt auch unsachlich und auch profilierungssüchtig? Leider hat tatsächlich jemand überhaupt kein Profil gezeigt. Und das waren die beiden oder alle zuständigen Minister. Der Oberste Rechnungshof bemängelt, dass es zu wenige Kontrollen gegeben hat, dass Proben zu lange gedauert haben, dass es keine wirksame Korruptionsbekämpfung gegeben hat. Mein Vorredner hat das schon aufgezählt. Der Bericht wirft auch kein gutes Licht auf die Handhabung der Vorschriften durch die Behörden. Vollzugshinweise und ministerielle Rundschreiben sind komplex und nicht aufeinander abgestimmt. Aber was brauchen denn unsere Aufsichtsbehörden? Sie brauchen einheitliche Vollzugshinweise. Wir schlagen ein einheitliches Kontrollhandbuch vor, das praktikabel ist und für alle Behörden gleichermaßen gilt. Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Bericht werden Missstände formuliert, die eigentlich schon längst auffallen hätten müssen. Wo bleibt eigentlich die interne Revision? Gibt es die überhaupt? Oder wird nur alles penibel dokumentiert und anschließend abgeheftet? Viele der Informationen im Bericht hätte man schon lange durch einfaches Befragen der Vollzugsbeamten herausbekommen können. Aber vielleicht wollte man es ja so genau gar nicht wissen. Und was hat man in der Staatsregierung eigentlich aus den vergangenen Lebensmittelskandalen gelernt? Ich meine, nicht viel. Nehmen wir nur einmal die Korruptionsvorwürfe oder die Korruptionsprävention vielmehr. Es ist ja gut gemeint, dass die Amtstierärzte und die Veterinärassistenten rotieren sollen. Aber bei den kleinen Einheiten in den Landratsämtern funktioniert das halt einfach nicht. Und welche Konsequenz hat man daraus gezogen? Keine. Man hat einfach so weitergemacht wie bisher. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht so nicht mehr. Wir haben einen Antrag eingereicht, der einige Sofortmaßnahmen aus dem OeH-Bericht aufgreift. Zum Beispiel die Verpflichtung der Labors, positive Ergebnisse sofort den Behörden mitzuteilen. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass das Labor den Behörden informiert und nicht nur den Betreiber, der diese Information möglicherweise gar nicht weitergibt. Oder die Erhöhung des Budgets für Fortbildungen. Es ist doch ein Armutszeugnis, wenn Mitarbeiter sich ihre Fortbildungen selber zahlen müssen, weil dafür das Budget nicht reicht. Kurz und gut, der OeH-Bericht kommt spät, aber er kommt nicht zu spät. Nun muss das Ruder herumgerissen werden. Wir brauchen eine völlige Neustrukturierung der Lebensmittelkontrolle.
Aus Lebensmittelskandalen hat die Staatsregierung bisher nichts gelernt. Das Beste, was aus diesem Hause gekommen ist, ist der nun vorliegende Bericht. Nehmen Sie ihn so ernst, wie er gemeint ist. Sonst ist es nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Skandal. Zu den anderen Anträgen. Wir werden die Anträge der Freien Wähler und der SPD zustimmen, dem Antrag der CSU. Hier werden wir uns enthalten. Es ist ein Wischiwaschi-Antrag, wie wir ihn von der CSU gewohnt sind. Er verdirbt nichts, wir werden uns enthalten.